Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist, meinen Kanal. Heute, wie versprochen, werde ich vier junge, vielversprechende Spieler der ecuadorianischen Nationalmannschaft einzeln vorstellen. Aber bevor ich anfange, möchte ich euch dazu einladen, zuerst mein letztes Video anzuschauen, in dem ich versucht habe zu erklären, wieso so viele talentierten jungen Spieler genauso wie Sie aus der Akademie von Independiente del Valle in den letzten Jahren ausgegangen sind. Der beste Beweis des Erfolgs dieses Nachwuchsleistungszentrums sind aber eben diese vier Spieler, obwohl ich weiß nicht, also welches Niveau sie erreichen werden können. Was aber sicher ist, ist, dass sie ein gutes Potenzial haben und dass sie Teil der besten Spieler, die IDV ausgebildet hat, sind. Jetzt, ohne noch mehr zu warten, fangen wir mit dem ersten Spieler an, ein Innenverteidiger. Er heißt Piero Hincapié, ist 19 Jahre alt und spielt seit diesem Sommer bei Bayer Leverkusen, wo sein Trainer Seoane ihn aber als Linksverteidiger aufstellt. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn gerne in der Innenverteidigung an der Stelle von Jonathan Tah sehen, denn dieser scheint mir verloren zu sein, wenn es um die Deckung geht, gell? Hincapié ist aber als Linksverteidiger trotzdem geeignet und unter anderem dank seiner Schnelligkeit, die ihm zum Beispiel erlaubt, mit dem Ball durch mehrere Gegner zu laufen. Das werden wir aber jetzt mit dem ersten Videoabschnitt sehen. Warte Sie noch kurz. Genau. Also, da können Sie eben schauen. Also der Incapié ist derjenige, der ist der ist eben der Nummer 3 da. Der wird der Ball bekommen, genau. Er hat also einen großen Raum vorne und er läuft eben nach vorne, damit die Mannschaft also auch nach vorne gehen kann. Und da ist es eben interessant, er könnte eben schon Estupiñán den Ball geben. Estupiñán ist dieser Spieler, der Nummer 7, gell? Und was er aber eben lieber macht, wird einfach nach vorne da zu laufen zwischen diese zwei Spieler, und das ist eben also ein Zeichen von seinem Mut. Genau. So, ich putze nochmal und jetzt. Genau. Und jetzt muss dieser Spieler eben zu ihm kommen. Ne. Bekommt dann ein Foul. Genau. So, obwohl Hincapié defensiv sehr kompetent ist, sei es in der Luft oder um Bälle zu erobern, werde ich also keine Videoabschnitte für diese Qualitäten zeigen, weil ich vermeiden möchte, dass das Video zu lang dauert. Was ich aber gern zeigen möchte, ist der Aspekt, den er meiner Meinung nach verbessern sollte, die Antizipation von Tiefläufen. Ich habe zwar also zwei Videoabschnitte ausgewählt, und warte Sie noch, genau, mit dem ersten merkt man, also da ist, ich zeige Ihnen noch kurz, genau, da ist Piero Hincapié. Mit dem ersten, also er denkt schon seinen Spieler gut, aber dieser Spieler wird so eine, also gegenläufige Bewegung machen, also er wird zuerst den Ball, also vortäuschen, den Ball da bekommen zu wollen, aber er wird also in die Tiefe gehen, in die Tiefe laufen, genau. Und Hincapié wird eben, also er wird schon sehen eigentlich, aber er wird direkt mit
mit vollem Einsatz nach vorne laufen. Also er wird sprinten eigentlich, und das ist eben, da sieht man, Incapié geht also mit voller Geschwindigkeit, mit maximaler Geschwindigkeit nach vorne, und das ist eben ein Fehler. Also das bedeutet, er braucht dann zu bremsen und sich umzudrehen, und er ist schon eben viel zu weit entfernt, also von den Gegenspieler entfernt, gell? Und was er eben korrigieren, so, da sieht man, dass er eben zu großen Schritte macht, und also eine gute Lösung wäre eben, kleinere Schritte zu machen, so wie sich leicht seitlich zu drehen. Wenn er sich so bewegen, also wenn er sich so befindet würden, könnte er sich also leichter seitlich sich seitlich bewegen, Entschuldigung, und er könnte also schneller die Richtung seines Laufens wechseln, genau. Also das wären meine zwei Vorschläge. So, das war der erste Videoabschnitt. Es gibt aber ein zweites. Und da muss er auf zwei Gegenspieler passen. Zwar ist Incapié da, da hat man Di Maria, und Messi gibt eben ab. Und Incapié wird wieder, also mit maximaler Geschwindigkeit Richtung Messi laufen, das wird eben Di Maria erlauben, einen Steigpass in diese Richtung zu bekommen. So, ich weiß nicht, ob Incapié denn Di Maria gesehen hatte, aber es war sowieso ein Fehler, also mit maximaler Geschwindigkeit in Richtung Messis zu laufen. Ihr werdet das nochmal sehen. Also, jetzt er merkt schon vor dem Pass, da merkt man, ja, er merkt schon vor dem Pass, dass er etwas Falsches gemacht hat. Und zwar geht er jetzt schon zurück, aber die Maria hat wieder mehrere Meter Vorsprung, gell? So, das war es mit diesem Videoabschnitt. Also, ich denke, dass wenn Incapié die erwähnten Lösungen anwenden würde, sollte er dieses Problem nicht mehr haben, denn er das Spiel wirklich gut lesen kann. Ansonsten deshalb glaube ich nicht, dass er das gleiche Verhalten wie hier hätte, wenn diese Spielsituation wieder stattfinden würde. Optimistisch bin ich eben, da Incapié schon mehrmals seine Fähigkeit gezeigt hat, das Spiel vorzusehen. Nämlich beweist er die Genauigkeit der zahlreichen Pässe, die er zwischen die gegnerischen Linien oder in die Tiefe spielt. Einen möchte ich eben zeigen, das ist ein genauer, langer Ball, er bekommt, also Incapié ist da, und er bekommt eben den Ball jetzt, und er wird also eine schöne Spielverlagerung geben. Genau, und zwar da. Und was mir da gefällt, ist eben, dass er diesen Mitspieler ausgewählt hat, und er hätte einfach auf diesen Spieler, also diesem Spieler den Ball geben können, aber er wollte einfach nicht. Also, ich mag diese Art von Risiken, weil die Mannschaft kann dann, also ist dann, kann dann schneller nach vorne gehen. Gut, das war es für diesen Abschnitt. Oh, warte, jetzt. Also dieses Vertrauen in seine Kompetenzen finden wir auch in einem anderen Spielabschnitt, wo er
ein sogenannter Sombrero ausführt. Ich würde das Ihnen zeigen. Genau. Genau. In der Mitte haben wir Inka 4, wird den Ball bekommen. Und eben, was mir noch mehr gefallen hat, ist eben, dass er jetzt der Kopf dreht. Das sieht man, gell? Da ist eben Inka 4, dreht den Kopf. Und er merkt, dass ein Gegenspieler da kommt. Und das wird ihm eben erlauben, dieses Sombrero durchzuführen. Genau. So. Und das Ganze, also dann er hat eben die Geste ausgezeichnet unter Druck durchgeführt. Und eben der gegnerische Druck ist eben was, das er problemlos lösen kann. Sei es durch einen Pass, einen schnellen Lauf mit dem Ball, wie schon erwähnt, oder sei es dribbelnd, was ich nun zeigen möchte. Also, wo ist dieses? Genau. Genau, jetzt das Dribbling kommt. Hoppla. Wie schön, gell? Und was da mir noch also mehr aufgefallen ist, das Verhalten eines anderen Spielers, und zwar der Nummer 23. Der da, genau. Die Nummer 23. Er merkt einfach zuerst, dass es da Raum gibt. Deswegen wird er eben also in diesen Raum gehen. Jetzt. Aber was mir noch mehr gefallen hat, ist, dass er jetzt dreht er den Kopf Richtung rechts. Er sieht, dass eben ein Gegenspieler kommt. Der. Und dann dreht er also den Kopf links, den Ball zu bekommen. Und er sieht auch eben, dass warte Sie. Ich habe es zu viel geschrieben. Genau. Jetzt dreht er den Kopf wieder. Man sieht es jetzt. Ah. Jetzt, genau. Dreht er den Kopf wieder Richtung links. Er sieht eben auch, dass der Ball kommt, aber auch, dass es da Raum gibt und dass dieser Mitspieler hier kommen kann. Und das wird ihm eben erlauben, dann also einen solchen Pass zu geben. Und dann kann die Mannschaft nach vorne weiterspielen. Und eben, also 3 Scans in 2 Sekunden, um das Ganze, also um diese Aktion durchführen zu können. Und eben, also ich muss sagen, das hat mich also ziemlich aufgefallen, gell? Und dieser Spieler eben mit der Nummer 23 ist unser nächsten Spieler Moises Caicedo, der sicher mit Incapié der vielversprechendere Spieler, der durch das Nachwuchsleistungszentrum von Independiente del Valle gegangen ist. Der 20-Jährige ist derzeit beim belgischen Verein Peugeot Leihspieler aus Brighton, für wen er letzter Winter unterschrieben hat. Ich glaube, dass die letzte Spielsequenz euch von seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen, überzeugt hat. Deswegen werdet ihr nicht überrascht sein, zu erfahren, dass er diese Kompetenz auch benutzt, um tief oder zwischen den gegnerischen Linien den Ball zu bekommen oder dorthin einen Pass zu geben. Und was mir bei seinen Pässen besonders gefällt, ist, dass sie nicht nur genau sind, sondern auch angetrieben und schnell, aber nicht zu viel. Und dies vor allem bei Spielverlagerungen. Und diese Details sind nicht
zu unterschätzen, denn je früher der Ball zum Mitspieler kommt, desto mehr Zeit und Raum hat dieser, bevor ein Gegner zu ihm kommt. Da Moises Caicedo viele solchen Top-Pässe gegeben hat, ist es für mich einfacher, euch dazu einzuladen, ein Spiel oder Highlight von ihm anzuschauen, statt für euch nur einen Pass auszuwählen. Eine weitere Qualität, die auch mit dem Lesen vom Spiel zu tun hat, ist seine Pressing-Kompetenz eigentlich. Und das werden wir eben mit diesem Spielabschnitt sehen. Also man sieht, dass an diesem Moment, also kurz bevor der Pass gegeben wird, ist Moises Caicedo, ist er ziemlich entfernt von seinem Gegenspieler, aber es ist eben gut, weil dieser Gegenspieler spürt nicht, dass jemand zu ihm kommt. Also er hat nicht den Eindruck, dass es jemanden in der Nähe gibt. Und Moises Caicedo ist schon parat, also er kommt mit maximalem Einsatz zu ihm. Und ihr könnt mir schon sagen, ja, das ist gefährlich, aber im Fall, also auf diesem Fall glaube ich nicht. Also stimmt, der Gegenspieler hat keinen Scan, aber er hätte trotzdem gar nicht machen können, also hat einfach keine Zeit gehabt und dann spielt eben Moises Caicedo mit seinem Körper sehr gut und er erobert so den Ball für seine Mannschaft, genau, so schnell ist er. Und das ist eben, das zeigt, dass man nicht braucht, also ein Muskelberg zu sein, um defensiv begabt zu sein. So, im Allgemeinen erobert er eben viele Bälle, entweder in solchen Pressing-Situationen oder in bedrohlicheren Situationen auch, wo er in Richtung seines eigenen Tors zurücklaufen muss. Und übrigens ist er eben auch also ein guter Luftzweikämpfer. So, besser gesagt, bei ihm habe ich keine Schwere gefunden. Er ist wirklich komplett. Deswegen muss ich auch seine offensiven Qualitäten erwähnen. Statt einer seiner zahlreichen starken und genauen Schüsse ausgewählt zu haben, habe ich mich für einen klugen offensiven Lauf entschieden. Und zwar ist Moises Caicedo, ich sage jetzt, genau. Da ist Moises Caicedo und er dreht eben, also jetzt hat er gerade seinen Kopf gedreht und jetzt dreht er sich Richtung des Tors, wenn der Spieler auf der Seite, also kurz bevor der Spieler auf der Seite da den Ball bekommt, und er sieht wahrscheinlich, dass es gibt da eine Möglichkeit, eine 2 gegen 1 Situation zu haben, weil Jerimina ist schon mit diesem Spieler besetzt und dann hat er eben zwei Möglichkeiten, entweder in die Richtung zu laufen oder in die Richtung, so vorne oder hinten, und das geht einfach nicht, weil da gibt es eben schon einen Kolumbianer, der keinen Gegenspieler deckt und er könnte eben Caicedo decken. Und da gibt es ja auch einen Spieler, er ist aber komplett fokussiert auf den Ball und das wird eben Caicedo erlauben, hier durchzulaufen, also hinter ihm zu laufen, und da wird er eben so eine 2 gegen 1 Situation verursachen können. Genau, ihr werdet das schon sehen. Warte sie noch. Jetzt. Jetzt, genau. Jetzt kommt diese 2 gegen 1 Situation. Und eben dieser Spieler, der Kolumbianer,
Schau sie mal. Das ist ein Fehler, das viele Verteidiger machen. Die bleiben fokussiert auf den Ball. Er schaut einfach auf die Seite und da kommt eben Caicedo in seinem Rücken. Genau. Im Endeffekt ist es kein Tor geworden, aber das ist eine Kleinigkeit. So. Ich glaube, das war's für Moises Caicedo eben. Der dritte Spieler ist der 21-jährige Gonzalo Plata, der bei Real Valladolid Leihspieler vom Sporting Portugal ist. Und ich muss zugeben, dass ich Mühe hätte, also eine Prognose über welches Niveau er erreichen könnte, zu machen, da seine Hauptkompetenzen das Dribbling und die Schnelligkeit sind. Obwohl er schon als Linksaußen gespielt hat, finde ich eben schade, ihn in diese Position aufzustellen, da er weniger Unterschiede innerhalb des Spiels als auf der anderen Seite haben kann. Zwar kann er als Rechtsflügelspieler mit seinem magischen linken Fuß nach innen gehen und dann durch Pässe oder weitere Dribblings gefährlich sein. Eine bestimmte derartige Aktion habe ich als nächstes ausgewählt, auch eben um die Zweifel zu zeigen, die man über sein Potenzial haben kann. Also, ihr werdet das gerade jetzt sehen. Okay. Wo ist Gonzalo Plata? Das ist der Spieler da. Genau. Dieser Spieler wird gleich den Ball bekommen und da kommt Gonzalo Plata in seine Richtung. Genau. So. Wollen wir noch das Ganze klären. Jetzt. Und jetzt, da sieht man, Gonzalo Plata dreht auch den Kopf. Genau, Richtung links, jetzt. Und deswegen glaubt dieser Peruaner, dass er vielleicht also in diese Richtung dann sich drehen wird oder zu diesem Spieler, also diesem Spieler den Ball geben wird. Und zwar ist es nicht der Fall. Also er täuscht das Ganze gut vor, da er jetzt eines. Oh, wahnsinnig schön, gell? Er dreht sich so um, super, und dann hat er eben viel Raum da vorne, wird ihn nutzen. Warte, sie. Er wird eben nach vorne laufen, genau. Schönes Dribblings und da verstehe ich eben nicht, wieso er nicht zu diesem Spieler den Ball gibt. Er wird, also ist ja auch nicht so schlimm, aber er wird da dribbeln, also er wird da kommen und dann auf dieser Seite, also er wird mit seinem rechten Fuß dann also schießen, aber er hat keinen großen Winkel, also es ist schade, einfach nicht da gespielt zu haben, weil es gibt ja dann auch die Möglichkeit, so eine 2 gegen 1 Situation da zu haben, und dieser Spieler hat ja mehr Raum, um zu schießen, also er könnte auch vielleicht da nach hinten kommen und schießen, aber wird es nicht machen. Also ich finde es eben schade und deswegen habe ich also Zweifel gegenüber seinem Potenzial. Genau. Genau. So, das war's für Moises Caicedo. Gonzalo Plata. Entschuldigung. Oh, was mache ich? Wir haben noch einen letzten Spieler. Alan Franco. 23 Jahre alt, der derzeit für Charlotte FC spielt, er spielt eben auch, er wird eben in Charlotte auch für ehemaligen Independiente del Valle Trainer Miguel Ángel Ramírez spielen. Er kommt eben, also er ist eigentlich
ein Leihspieler von Atletico Mineiro dort. Und obwohl er in allen Mittelfeldpositionen spielen kann, habe ich ihn ehrlich lieber vorne. Also trotz seiner guten Körperorientierung, um den Ball zu behalten, ist er zwar nicht luftkampfstark und dies, obwohl er ansonsten durch seine Aggressivität viele Bälle erobert. In Ballbesitzphasen ist er dann besonders gut, um den Ball zwischen den gegnerischen Linien zu bekommen. Das ist aber nicht die Qualität, die ich mit dem ersten Videoabschnitt zeigen werde. Und zwar, oh, nicht. Und zwar, wo ist der? Genau, da. Hier geht es um seine Schnelligkeit, also Entscheidungen zu treffen und dies ohne den Kopf wirklich zu drehen. Also ihr werdet schon sehen. Da ist eben unseren Alan Franco. Und ihr werdet sehen, also ja, er hat wirklich ja, jetzt bietet er eben den Ball. Genau. Er hat vielen Raum da, bekommt den Ball und dreht sich direkt und spielt direkt einen Pass. Also es ist ziemlich schwierig zu sehen, dass dieser Spieler, er ist wie versteckt, aber er geht eben in die Tiefe da. Und ja, so in einer Sekunde zwei Ballkontakte spielt er eben. Also ich finde wirklich, dass er sich ganz schnell gedreht hat. Wahnsinn. Jetzt. Hopp und direkt in Pass. Genau. Also der Gegenspieler da war überrascht. Er glaubte, dass er zu diesem Spieler spielen wollte, genau, ja, so, okay. Zweite Spielsequenz. Ja, dann muss ich eben also seine offensiven Läufe erwähnen. Er kommt eben häufig, um Flankenbälle zu bekommen, aber noch öfter geht er in die Halbräume, um solche Flanken selber zu schlagen. Das werden wir eben in den zwei nächsten Videoabschnitten sehen, und zwar fangen wir zuerst jetzt mit dieser Sequenz an. Er geht in den Halbraum da und schlagt. Oh. Oh. Das ist ziemlich schnell gegangen. Genau. Gute Flanke. Und die zweite Sequenz ist ja noch besser. Also viele hätten den Ball da gebeten oder da. Aber er geht eben, er sieht diesen ganzen Raum und geht in die Tiefe. Also ich habe, das ist meine Lieblingssequenz von ihm, glaube ich. Und zwar wird er dann den Ball bekommen und direkt, er dreht sich, aber der Keeper kommt zu ihm und spielt direkt einen Ballkontakt, genau, in die Mitte. Also gute peripherische Vision hat er, gell? Genau. Nicht alle hätten direkt so gespielt. Ziemlich klug, finde ich. So. Ja, wir sind gleich fertig eigentlich. Um mit Alan Francos offensiven Beitrag abzuschließen, muss man auch wissen, dass er dank seiner Kompetenz im Ballbesitz vorne in kleinen Räumen wertvoll ist, da er fähig ist, sich schnell wieder zu orientieren. Deswegen ist es schwierig, den Ball aus ihm zu holen. So, das war es für dieses Analysevideo über diese vier ecuadorianischen Juwelen, und es wird spannend sein, sie einzeln in ihrem Verein und zusammen bei La Tricolor zu folgen. Zusätzlich zu ihnen hat Ecuador andere interessanten Spieler zu folgen, falls ihr sie bald schauen möchtet. Natürlich sind die berühmten Pervis Estupiñán und Ener Valencia dabei, sowie auch andere Spieler, die für Independiente del Valle spielen oder gespielt haben, wie Felix Torres, Jackson Mendes,
Carlos Cruetso und Michael Estrada. Andere wie Angelo Preciado und José Hurtado sind sogar durch die Akademie gegangen, wie Pedro Vite und die zwei Innenverteidiger William Pacho und Jackson Poroso, die meiner Meinung nach alle drei ein Länderspieldebüt verdienen. Zusätzlich zu diesen gibt es auch andere interessanten jungen ecuadorianischen Spieler wie Leonardo Campana oder Jordi Caicedo, aber ich denke vor allem an Jeremy Sarmiento, Diego Almeida und Byron Castillo. Ich wollte aber nur die vier vorgestellten Spiele analysieren, um in der Kontinuität des letzten Videos zu bleiben und zu zeigen, dass es Ecuador-mäßig ein Erfolg ist, dass derartigen Spieler aus dem gleichen Nachwuchsleistungszentrum kommen. Falls du mein nächstes Video über die verschiedenen Red Bull-Vereine sowie deren Geschichte und Rolle nicht verpassen möchtest, kannst du meinen YouTube-Kanal sowie meinen Twitter-Account abonnieren. Und falls dieses Video dir gefallen hat, kannst du auf Like klicken, es mir in den Kommentaren Bescheid geben, sowie das Video verteilen. Es würde mir wirklich helfen. Ciao.